eigentlich wollte ich euch heute ein neues Buch vorstellen, das ich gerade am Lesen bin. Was ich aber stattdessen gemacht habe, ist einkaufen gehen. Und zwar wieder mal im GameStop, im Comicladen und im Buchladen. Was ich gefunden habe, das seht ihr jetzt im neuen Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich euch heute von Thorsten Sträter das Buch vorstellen, was ich gerade gelesen habe, aber ich bin dummerweise in die City Gallery abgebogen, beziehungsweise bin noch dann ins Loop abgebogen in Darmstadt und dann war ich verloren. Deswegen heute wieder ein kleiner Nerdhaul, der diesmal etwas größer ausgefallen ist, aber passiert, ihr kennt das. Ich habe mir auch diesmal extra die Preise dazu gemerkt, beziehungsweise habe sie auf den Sachen draufgelassen, damit ich euch sagen kann, was die kosten, falls ihr sie auch holen wollt. Ohne groß umzuschweifen, fangen wir mal an. Ich habe mir 3 Funko Pop Figuren gekauft. Und zwar einmal Groot, beziehungsweise Baby Groot, von der offiziellen Avengers Infinity War Reihe davon. Der kostet 15,99 €. Ich finde ihn einfach putzig. Ich finde ihn, also es ist Groot. Groot ist immer toll. Das finde ich, das ist sowas, ja, der ist noch in der Box drin, kommt dann aber raus. Und wird dann in mein neues Regal gestellt. Die zweite Figur, auch aus der Marvel Infinity War Reihe, die ich mir geholt habe, auch für 15,99 €, ist Veronica. Also der Hulkbuster. Das Ding ist sackeschwer und ist im Vergleich, wenn ihr es mal seht, ein ganzes Stückchen größer wie Groot und hat trotzdem denselben Preis. Was ich ein bisschen irritierend fand, aber ich beschwere mich da nicht drüber, um Gottes heilige Willen. Ja. Also ich werde mir ein neues Regal holen und anbringen, wo eben die ganzen Funko Pop Figuren reinkommen. Und der dritte, ebenfalls für 15,99 €, ebenfalls selbe Größe wie Veronica, also der Hulkbuster, ist Howard the Duck. Ich finde den absolut mega cool. Das ist die Contest of the Champions Kollektion jetzt von den Pop-Up Funko Figuren. Ich finde den cool. Also, den fand ich auf jeden Fall geil, deswegen habe ich mir die 3 gegönnt. Und die kriegen alle ihren eigenen Platz, natürlich im Regal. Dann machen wir weiter. Ich habe inzwischen ein Faible für Notizbücher. Das hat damit angefangen, als ich angefangen habe zu schreiben und als mir immer mehr Ideen unterwegs gekommen sind, habe ich mir angewöhnt, Comicbücher, aber schon, was ist denn heute los mit mir? Notizbücher zu haben in jeder Tasche. Und im GameStop hatten sie aktuell so einen kleinen Sale, was das angeht. Und deswegen habe ich mir 3 Stück gekauft. Und zwar einmal eins von Disney, von Star Wars. Von der Rebellion im Endeffekt. Was ich da halt, also von Rogue One, was ich da halt sehr schön finde, ist, die Seiten sind rot. Ich habe es jetzt noch zugelassen, aber ich hoffe, man sieht das. Das Ding hat rote Seiten. Und ich fand ihn einfach schön, muss ich gestehen. Der hat gekostet 5,99 €. Und wie gesagt, ich bin absoluter Sammler im Moment. Dann im Angebot für 3,49 € auch eins von Supergirl. Bin jetzt nicht zwingend der größte DC-Fan, aber ich fand das einfach schön gemacht. Hier sieht man es, ist auch klassisch liniert im Endeffekt. Und das dritte, was ich mir geholt habe, ebenfalls von DC für 3,99 €, ist von Superman. Ist auch klassisch liniert, ganz klassisch und ja. Dinge, die man haben kann, aber nicht muss. Aber für mich als Schreiberling, ich habe eigentlich inzwischen, wie gesagt, in jeder Tasche habe ich ein Notizbuch. Ich habe in jedem Raum, glaube ich, ich habe so viele Notizbücher. Aber da ich inzwischen so viele Ideen habe und halt teilweise auf dem Klo sitze und mir denke, ah, Idee, muss aufschreiben, habe ich mir das einfach angewöhnt. Ist so ein kleiner Spleen von mir, aber gehört dazu. Ich habe mir abgewöhnt, Schande über mich zu sagen, weil die liebe Eva hat mich darauf hingewiesen, dass ich das immer sage und dass das nicht gut ist, weil das ist in Ordnung, was ich tue. Deswegen, ja, es ist ein Spleen von mir, aber er ist in Ordnung. In dieser Stelle liebe Grüße. So, dann habe ich mir gekauft, fangen wir mal mit dem Unspektakulären an, für 10 € in einem kleinen Comicladen ein T-Shirt. Und zwar von Nightmare Before Christmas. Klasse schwarz im Endeffekt. Ich fand es schön. Es war so, ich habe noch nichts von Nightmare Before Christmas und T-Shirts kann man immer gebrauchen und deswegen. Und für 10 € kann man da nichts falsch machen, ganz ehrlich. Also von daher. Dann muss ich nur gucken, wenn ihr auch Haushaltsdinger, die müsst ihr nicht deswegen sehen. Kommen wir zu den großen Dingen. Oh Gott. Habe ich gefunden im Chibo, wo ich niemals damit gerechnet habe, für 13 € die DC Comic Enzyklopädie.
Das Ding ist sackeschwer. Und wie gesagt, für 13 Euro finde ich das echt nicht teuer. Und das sind im Endeffekt alle das Nachschlagewerk zu allen DC-Comics, zu allen Helden, zu allen Superschurken. Und hast du nicht gesehen? Ich habe keinen einzigen DC-Comic. Ich habe bis jetzt nur Marvel-Comics. Deswegen fand ich das echt mal spannend, das mal zu sehen. Und falls ihr wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mache ich dazu mal eine Buchvorstellung. Und dann kann ich nämlich gleich einen kleinen Vergleich machen, denn danke, liebe Tanja, an dieser Stelle. Und danke, liebes Geekery-Team. Ich habe mir nämlich auch das Marvel-Buch geholt. Ja, beide Kanäle haben es vorgestellt, beide Kanäle waren begeistert. Ich war wehrlos, ich hatte keine Chance. Tanja hat es schon vorgestellt, wie gesagt. Ich finde es auch super schön gemacht. Und ich dachte mir, wenn ich mir schon vor. Das ist übrigens derselbe Verlag, habe ich festgestellt. Ich dachte mir, wenn ich mir DC hole, muss ich mir auch Marvel holen. Ich finde den Einband unheimlich schön, weil der Hulk, der fühlt sich so hulkig an. Keine Ahnung, wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Einband Weltklasse. Auch da, falls ihr von mir eine kleine Buchvorstellung haben wollt oder vielleicht ein Vergleichsvideo haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tanja hat es ja schon vorgestellt, Geekery hat es auch vorgestellt, aber das ist ja kein Hindernisgrund. Wie gesagt, eventuell ein Video im Vergleich, also DC-Enzyklopädie und Marvel-Enzyklopädie. Das DC hat bei uns gekostet 17,99, also war etwas teurer als das Marvel kostet 17,99, also etwas teurer wie das von DC. Dafür ist aber bei Marvel auch der Einband wesentlich schöner gestaltet, muss man sagen, und fühlt sich auch einfach ganz anders an. Dann habe ich in meiner Wundertüte, ja, meine Achillessehne. Ich kam nicht dran vorbei. Am Montag gehe ich ins Kino. Infinity War, der Comic dazu. Ich kam nicht drum rum. Ich habe ihn mir geholt. Im Endeffekt, dieser Sammelband enthält den kosmischen Marvel-Kracher The Infinity War, inszeniert von Thanos. Wie gesagt, ich gehe jetzt am Montag ins Kino. Heute mal Donnerstag, am Montag gehe ich ins Kino. Normalerweise bin ich nicht so der Freund davon, zu vergleichen, wie es Filme und wie es Comic. Aber bei Infinity War interessiert es mich wirklich. Allein schon, weil bei Infinity War die X-Men dabei sind, die ja meines Wissens laut Trailer noch nicht im Infinity War dabei sind. Wir werden sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nächste Woche, statt am Wochenende, am Mittwoch, also quasi heute in 7 Tagen, gibt es dann schon die Review zum Film, weil ich kann keine Woche damit warten, ich weiß das. Deswegen wird es da dann auch der Vergleich geben, wie Film und Comic miteinander agieren. Das wird mal was sein. Bin ich sehr, sehr gespannt. Dann habe ich mir 2 kleine Krimmelskram-Sachen gekauft. Und zwar einmal ein Dekoschild. Ich habe zu viel Fantasie, um eine Hausfrau zu sein. Eigentlich einfach nur zu unordentlich, um eine Hausfrau zu sein, aber man kann es auch Fantasie nennen. Habe ich vergessen euch zu sagen, Infinity War kostet 24,99 €, genau. Das Deko-Schild hat gekostet 4,90 €. Ich bin einfach Deko-Schild-Sammler, keine Ahnung. Mir in der Wohnung hängen überall komische Schilder rum, deswegen habe ich das mal gebraucht. Und für 75 Cent eine Pummel-Einhorn-Postkarte. Und zwar steht drauf, ich bin emotional sehr nah an der Keksdose gebaut. Und das kann ich voll und ganz bestätigen. Ich bin sehr emotional aktuell, deswegen brauche ich immer eine Keksdose. Wichtig. Ja, last but not least habe ich mir 4 Mangas gegönnt von einer Serie, und zwar Overlord. Band 1 bis 4, das sind die aktuell in Deutschland erschienen sind. Ich habe bisher nur den Anime geguckt. Overlord, der Anime, ist Weltklasse, hat eine großartige deutsche Synchronisation. Ich kann sie nur empfehlen. Band 1 bis 4 ist im Endeffekt die erste Staffel. Staffel 2 ist jetzt schon draußen. Und ich kann sie jedem empfehlen. Jeder, der Sword Art Online mag, sollte sich auf jeden Fall Overlord angucken. Jeder, der eine schöne Mischung aus Comedy, Action und RPG quasi und ein bisschen edgy haben möchte, sollte definitiv Overlord gucken. Gerne in Deutsch, ist eine super Synchronisation, kann ich jedem empfehlen. Ich habe gehört, dass der Manga etwas ernster sein soll und etwas weniger humorvoll, sag ich mal. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, es zu lesen. Definitiv. Und ja, das war quasi mein Einkauf.
Ich habe eventuell 1, 2 Euro ausgegeben, ihr könnt es euch ja ausrechnen. Aufwärmen kostet je Manga 6,99, also 7 Euro rund. Ja, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wohin mit meinen Sachen, weil das Regal, wo ich die Funko-Pop-Figuren hinpacke, ist noch nicht aufgehängt. Mal gucken, wie ich das mache. Keine Ahnung. Ja, soweit diesmal spontan und spektakulär. Da ja letzte Woche, Quatsch, gelogen, da am Wochenende ja das Fanvideo ausgefallen ist, habe ich das jetzt ein bisschen vorgezogen. Am Wochenende gibt es dann dafür ein bunte Weltvideo, sage ich jetzt mal. Einfach ein bisschen verschoben das Ganze, aber ich denke, es stört euch nicht. Wenn es euch stört, lebt damit im Moment. Infinity War gucke ich mir am Montag an, da kann ich auch nicht zwingend bis Sonntag warten und bis ich Video darüber drehe, deswegen wird alles ein bisschen gedreht. Mal gucken, ob ich dann wieder die klassische Ordnung wiederherstelle oder nicht, das weiß ich noch nicht so genau. Egal! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir, dass ich wieder so viel Geld ausgegeben habe. Haha. Wie immer freue ich mich über Däumchen und Kommentare. Ihr kennt das Spiel ja schon. Und ich wünsche euch heute einen grootigen Tag, einen grootigen Abend noch, eine schöne Restwoche und wir sehen uns am Wochenende wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis dahin. Ciao, ciao.